Leo, gegen Russland ein wunderbares Tor geschossen. Was habt ihr euch vorgenommen jetzt gegen die Türkei? Was hast du dir vorgenommen? Ja, unser Ziel und unser Anspruch muss ganz klar sein, dass wir jetzt auch die Leistung vom Spiel gegen Russland auch bestätigen und da wieder eine genauso gute und konzentrierte Leistung zeigen, was auch gerade das Abwehrverhalten und das Umschaltverhalten angeht, aber auch offensiv, dass wir wieder gute Breite haben, dass wir über die Flügel kommen werden, dass wir viel Bewegung haben, dass wir zum richtigen Zeitpunkt auch die richtigen Entscheidungen treffen, die Schnittstellenpässe suchen und auch anfordern und ja dann auch eben die Torchancen zu machen, die wir dann rausspielen werden und da dann noch konzentrierter zu sein wie beim letzten Spiel und das haben wir uns für das Spiel auf jeden Fall vorgenommen. Ja, wir erwarten, dass die Türken ganz tief stehen werden, dass sie mit sehr viel Energie und Leidenschaft ihr Tor verteidigen werden. Die Räume werden sehr eng sein, deswegen ist das wichtig, was Leonie gerade gesagt hat, dass wir wirklich gut die Breite halten, dass wir sie schön auseinanderziehen und dass wir es wieder schaffen, wie gegen Russland, uns vor dem Ball gut zu bewegen und ja, mit guten Ballan- und Mitnahmen, mit guten präzisen Pässen in 16er mit souveränen Abschlüssen eben zum Torerfolg kommen. Morgen zu unserem Spiel. Anstoß 14:15 Uhr in Sandhausen. Wir freuen uns auf euch.